Jo Leute, hier ist der Fabi von Hypebeats. Ihr habt leider schon lange von uns kein Video mehr zu sehen bekommen auf dem Kanal, weil wir echt viel zu tun haben. Aufgrund der Ausgangsbeschränkung in Bayern, die endlich wieder aufgehoben worden ist, hatten wir so viele Kunden und wir sind auch so dankbar dafür, dass ihr uns stets besuchen kommt mit einem Lächeln im Gesicht. Und ja, naja, es ist soweit. Wir analysieren unsere Resale Prediction. Für die, die sich noch unsicher waren und hier und da mal ein Video von uns verfolgt haben, unsere Resale Prediction sind einfach Analysen unserer Meinung nach, wie sich Schuhe preislich entwickeln werden in nächster Zeit. Und da beginnen wir doch mal mit dem Yeezy Cinder. So, der hatte zu der Zeit einen Einkaufspreis von eurer Seite aus für 230 bis 250 Euro circa. Der Verkaufspreis zu der Zeit waren 260 bis 280 Euro. Inzwischen ist es schon so, dass die guten Größen sich bei 340 Euro befinden und die normalen bis schlechten Größen sich bei 290 bis 300 Euro. Sprich, selbst da konntet ihr jetzt schon, wenn ihr investiert habt, pro Paar um die 50 bis 100 Euro Gewinn machen. Dann kommen wir zum nächsten Schuh. Das wäre der Nike Sakai in Weiß und in Schwarz. In Weiß einer unserer Favorites, weil der wirklich gut gestiegen ist. Frauengrößen oder GS-Sizes, sprich alle Größen unter 40, befinden sich inzwischen schon bei über 400 Euro. Zu der Zeit, als wir das Video gemacht haben, waren wir bei 300 Euro. Und Männergrößen, also sprich alle Größen zwischen 41 bis hoch zu 48, sind inzwischen bei knapp 300 bis 330 Euro, je nachdem. Und der Einkaufspreis bei euch sollte sich inzwischen leider Gottes auf die 280 Euro erhöht haben, was damals euer Verkaufspreis gewesen wäre. Sprich, ihr könnt bei dem Sakai inzwischen schon weit über 100 Euro verdienen pro Paar. Der Schwarze ist leider etwas stranguliert, da sind wir bei 40 bis 50 Euro Wertsteigerung. Der befindet sich aktuell bei, ja, 230 bis 240 Euro. Da auch bei dem ist es wieder so, dass die Größen unter 40 stärker gestiegen sind als die Größen über 40. So. Dann kommen wir zu unseren geliebten Dunks. Die waren sehr, sehr gut, wie nicht anders zu erwarten. Der Kentucky ist inzwischen bei knapp 350 Euro. Zu der Zeit, als wir das Video gemacht haben, waren sie noch bei 250 bis 270 Euro. Sprich, bei dem konntet ihr jetzt tatsächlich schon ohne Probleme 100 Euro pro Paar gewinnen. Und der wird auch weiter noch stark steigen, weil jetzt langsam ist es erst so die Zeit, wo man eigentlich Dunks trägt, weil es ja ein reiner Sommerschuh ist. Der Orangene ist noch stärker gestiegen. Der ist inzwischen schon bei fast 400 Euro angelangt. Sprich, da habt ihr schon sogar 150 Euro Gewinn machen können. Und ja, auch Tendenz stark steigend. So, dann hatten wir natürlich noch einen Flop uns ausgesucht. Das wäre der Yeezy Mist. Ja, was soll man sagen? Der ist natürlich auch, was den Resale betrifft, Mist gewesen. Der ist, befindet sich bei seinem Retailpreis, sprich 200 Euro, wenn nicht sogar leider ein bisschen drunter. Also wenn ihr darauf uns gehört habt und nicht investiert habt, dann könnt ihr jetzt beruhigt sein. Es hat sich ja nichts Positives mit dem Schuh ergeben. So, der ein oder andere von euch wird jetzt sicherlich auf den Geschmack gekommen sein, was Resale betrifft, weil es ja doch sehr leicht verdientes Geld ist, wenn man es richtig macht. Für die, die mehr dazu wissen wollen, wir haben eine eigene Discord-Gruppe. Für unsere Member stellen wir sehr, sehr viele Dinge bereit. Da gehe ich gleich näher drauf ein. Auf jeden Fall heißt die Gruppe Hype Cooks. Dort habt ihr die Möglichkeit, stets informiert zu sein über jegliche Resale-Informationen. Sprich, ihr verpasst keinen einzigen Release mehr, weil es ja doch sehr, sehr viele Releases gibt. Da kann man kaum den Überblick behalten. Wir haben Monitore, für die, die nicht wissen, was Monitore sind. Dort habt ihr die Möglichkeit, als erstes zu erfahren, wenn ein Schuh auf einer Seite restockt, sprich wieder in Stock ist, wenn er bereits ausverkauft war. Innerhalb der weniger Sekunden. Mario, du kannst mich doch nicht so rausbringen wegen so einer Scheiße. Oh, jetzt muss ich das Ganze von vorne machen. Mein Mund ist schon ganz fusselig. Jetzt werde ich auch langsam abgefuckt. Ihr habt die Chance, dadurch Paare für Retail zu bekommen. Klappt auch ziemlich, ziemlich gut. Wir haben auch diesen Monat schon wieder neue Monitore, die noch besser und noch schneller sind als in dem Monat zuvor. Dazu kommt natürlich noch, dass wir eine richtig geile Community haben. Grüße gehen raus an unsere Community. Ja, die haben immer lustige Themen, auch manchmal ernste Themen. Wirklich, es ist einfach auch lustig, die Nachrichten teilweise zu lesen. Dann habt ihr die Möglichkeit, bei uns in der Gruppe Sachen zu kaufen, zu verkaufen. Ihr habt die Möglichkeit, uns jegliche Fragen zu stellen. Es gibt keinen, der eine unbeantwortete Frage bei uns im Chat hat. Und was nur für euch ganz wichtig ist, und zwar unsere Gruppe restockt nur einmal im Monat, sprich immer zum 1. um 21 Uhr im Monat habt ihr die Möglichkeit, der Gruppe beizutreten. Es gibt immer sehr, sehr wenige Plätze, muss man auch klar sagen, weil
ja, immer wenig Leute aus der Gruppe rausgehen und wir wollen es auch sehr limitiert halten, weil es einfach, ja, für uns übersichtlicher ist. Wir wollen auch nicht, dass es für jeden zugänglich ist, weil es ja doch noch sehr exklusiv sein soll. Deshalb solltet ihr auf jeden Fall schnell sein. Ihr findet den Link zum Restock in der Videobeschreibung. Danke an alle, die bis zum Ende jetzt dran geblieben sind. Haut rein, ciao.